Herzlich willkommen zum Der kleine Krieger Halloween Special. Heute haben wir eine kleine Premiere, denn wir werden uns nicht ein Spiel näher anschauen, sondern wir werden es spielen. Vor einem Jahr habe ich auf Tabletop Basement ein Spielereview gesehen, was mir von vornherein sehr gut gefallen hat und mich begeistert hat. Wir sind Mitglieder einer Gemeinschaft in einer eisigen, düsteren, vom Winter umkämpften Stadt voller Zombies. Wir versuchen gemeinsam ein Ziel zu erreichen, doch jeder hat noch seine eigenen kleinen Bedürfnisse und Ziele. Ob wir uns durchsetzen und gemeinsam unser Ziel erreichen oder ob eine kleine Gruppe ihre Interessen schafft durchzusetzen, werden wir sehen. Ich habe mir zwei Mitstreiter eingeladen, um gemeinsam den Winter der Toten zu überstehen. Ich bin in der Kolonie eingetroffen, habe mir zwei weitere Überlebende gesucht, einmal den Christian und einmal den Leander. Wir werden versuchen, die erste Mission, mehr oder weniger, das Heilmittel zu spielen. Bedeutet, eine junge Ärztin in der Kolonie, sie versucht, ein Heilmittel herzustellen, hat festgestellt, dass sie vielleicht jetzt endlich mal ihr Medizinstudium zur Bravour nutzen kann. Wir sollen ihr Medikamente und ein Labor beschaffen. Nein, Labor noch nicht, aber Medikamente. Dafür verlangt die Mission von uns, dass wir zwei Medikamentenkarten pro Spieler unter diese Karte legen. Es dürfen keine von den Medikamenten Startkarten sein. Ja, so viel erstmal zur Mission. Wir beginnen mit einer Moral von 5 und einem Runden von Anzeige von 6. Bedeutet, wenn wir nach 6 Runden es noch nicht geschafft haben, es zu erledigen oder unsere Moral auf 0 sinkt, dann haben wir das Spiel verloren. Was wir natürlich nicht wollen. Nein. Dafür teile ich noch ein bisschen was aus zum Start. Es kriegt erstmal jeder von euch 2 Survivor. Du meinst Überlebende? Ich meine Überlebende. Immer dieses Denglisch. Wir mögen kein Denglisch. Leander? Vielen Dank. So, ich nehme mir auch noch 2 raus. Der Rest kommt weg. Das ist Christians berühmter Husten, den kennt er mit seiner Sicherheit auch schon. Es ist der Winter der Toten, der ist bei mir schon eingetroffen. Ja, geht auch nicht mehr weg. Nein. Ne? So, dann kriegt jeder von mir noch 4 Startkarten. Bedeutet, das können sein Benzin, Medikamente, das kann sein Medikamente, die wir nicht reinschmeißen dürfen. Es kann Nahrung sein oder auch, was habe ich noch gehabt? Werkzeug. Werkzeug, cooles Werkzeug zum Killer-Roboter bauen. Yay. Da, und auch 4 für Mick. So, der Rest geht auch da wieder weg und dann natürlich noch die geheimen Aufträge. Wir haben hier 8 normale und 1 Verräterauftrag. Ja, hier. Sehen wir den nochmal, komm, den zeig mal. Verrat. Ihr kennt den noch nicht, ihr kennt den jetzt schon. Und ich mische den mal rein. Also es bedeutet, wenn wir Pech haben, ist einer von uns auch noch ein fieser Schurke. So, teuflisches Lachen auf die 2 plus. Gut, jeder hat jetzt erstmal das, was er zum Start braucht. Was die Leute genau haben, werden sie euch jetzt persönlich sagen. Ich habe für mich natürlich die passende Mission gezogen. Angst vor Keimen. Ja, bei dieser Mission darf ich am Ende keine Wunden haben. Ganz große Tennis. Denn ich habe natürlich auch noch direkt 2 Krieger-Characters gezogen. Da wäre zum einen Thomas Hurd, ein Ex-Navy-Soldat, der jetzt hier als absolute Killermaschine durch die Apokalypse zieht, und Sophie Robinson, eine Elite-Pilotin, die für meine Aufklärung zuständig ist. Das kann was werden, wie die da unschadet rauskommen werden. Alles klar. Und als Start habe ich natürlich Kram erwischt. Okay. Eine Pulle Sprit und 2x was zu essen. Das kann was werden. Ich habe James Meyer, den Psychiater, und passend dazu Graubart, den Piraten. Die Frage ist die, wer ist jetzt behandelnder, wer ist zu behandelnder, beziehungsweise der Arzt. Meine Mission war eine weite Reise. Dafür brauche ich 3 Benzin und natürlich die Hauptmission, der Seuchenrettungsplot, also das Heilmittel, musste erfüllt sein.
Als Startausrüstung hatte ich schon einmal Benzin, haben noch zwei gefehlt, einmal Nahrung und zweimal Kram, also alles Wichtige für den Anfang sozusagen. So, was haben wir denn da? Ich habe Brandon Kane, den Hausmeister, der kann auf die 2 plus richtig gut zuprügeln, auf die 4 plus sucht er und natürlich, er kann den Müll besser rausbringen. Dann habe ich noch Andrew Evans, Iron Farmer. Auf die 3 plus schlägt er zu, auf die 3 plus sucht er, also da ganz solide. Und er kann im Supermarkt 2 Karten bekommen, wenn er das durchwühlt. Ja, auch nicht so schlecht, ne? Haben so 2 Zupack-Charakter. Meine Mission ist großartig, den Zombie-Killer-Bot bauen. Das ist gerade bei den beiden Charakteren echt bestimmt interessant, wie das Ding aussieht. Hat bestimmt so Mähdrescher-Vorrichtungen vorne drin. Bah! So ein bisschen wie, ach, wie hieß denn der Film mit dem Mixer? Ihr kennt den bestimmt. Ja, ich muss natürlich die Mission erfüllen mit dem Heilmittel, muss dann noch als eine Waffenkarte und 2 Werkzeugkarten auf der Hand haben und dem ganzen Ding einen Namen geben. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Die 4 Gegenstände, die ich habe, sind 2 Medikamente. Einmal habe ich Benzin. Und einmal Kram, also einmal Werkzeug habe ich schon, einmal Werkzeug brauche ich noch und eine Waffe. Und dann natürlich die Mission. Tja, das ist bei mir. Mal gucken, was die anderen so haben, ne? So, wir beginnen direkt mit Runde 1. Ich habe ja, wie gesagt, hier das Handwerkerteam mit dem Farmer und dem Hausmeister. Und ich habe auch das Messer, was mir Leander erreichen wird. Denn ich bin der Startspieler. Der Startspieler hat immer das Messer. So, als erstes kommen wir zur Krise aufdecken. Bedeutet, wir schauen erstmal, was wir diese Runde für eine zusätzliche Krise zu unserer Aufgabe zu bewältigen haben. Verzweiflung, ne? Da ist hier der Drogenjunkie abgebildet. Wir brauchen genauso viele Medikamente, Jungs, wie wir Spieler sind, die nicht verbannt sind. Also keiner von uns verbannt, 3 Stück. Misserfolg, die Moral sinkt um 2. Optional, wenn wir 2 mehr haben, steigt die Moral um 1, also wenn wir 5 haben. Natürlich hart mit dem mit der Hauptmission. Ja, aber gut, wir können ja hier statt Medikamente reinwerfen, dürfen wir hier nicht. Also ja. Das ist vielleicht gar nicht so. Dann geht's los. Als erstes fange ich an mit meinen Aktionswürfeln. Ich habe 3 Würfel, einen für mich selber und einen pro Charakter. Die kommen jetzt hin, eine 2, eine 5 und eine 5. Und ich kann damit jetzt Aktion machen. Für manches brauche ich Würfel, für manches nicht. Werdet ihr gleich nochmal sehen. Ne? So, als erstes, Christian, ich habe der Hausmeister kann richtig prügeln. Ja, hier zieh mal so eine Schicksalskarte und guck mal. Das Schicksal sagt, Janet Taylor ist die Anwesen. Janet Taylor? Nein, dann sagt das Schicksal. Gut, ich beginne als erstes mit meinem Andrew. Der ist im Supermarkt. Einmal pro Runde kannst du beim Durchsuchen des Supermarkts eine zusätzliche Karte ziehen und behalten. Ich reise zum Supermarkt hier. Mal gucken, ob mir was passiert. Benutze ich Benzin? Nö. Nö. Benutze ich nicht. Ich krieg eine Wunde ab, aber gut, das ist ja noch undramatisch. Ich habe ja 3. So, warte, ich nehme erstmal, genau, einmal durchsuche ich. Muss ich dir die auch geben können. Das ist lieb von dir, aber ich will nicht, dass du meine Karten angreifst. Du bist bestimmt Verräter. Pass auf, ich gebe denen den Hammer. Na toll. Jetzt kann ich 2 Super. Barrikaden am Standort des Überlebens errichten statt eine, weil der wird ja wahrscheinlich auch eine längere Zeit noch in dem Supermarkt bleiben. Da gibt es nämlich auch Medikamente. Das ist natürlich gut. 2 Nahrung. Werf ab und in den Nahrungsbeutel. Dann habe ich hier 2 Medikamente, die ich für diese Krise sponsern werde, wenn es Medikamente sind. Vielleicht bist du auch der Verräter. Könnten diese Augen Verräteraugen sein? Ja, absolut. dann mache ich das auch gleich mal mit der 2. Hämmer ich mir hier 2 von diesen Barrikaden hin. Und mit der letzten durchsuche ich nochmal. Was ist so? Ich darf aber das nur einmal pro Runde. Ja, einmal pro Runde. Also jetzt kriege ich nur eine Karte. Ich mache Lärm, damit ich mehr Karten durchsuchen kann, darf aber trotzdem nur eine behalten. Na, aber hallo. Also genug rumgekrabbelt. Genug rumgekrabbelt, die kommt runter. Mach mal Leander bitte.
Ich packe eine Medizinkarte unter unseren Auftragsstapel. Bitte schön, dann bin ich fertig. Christian, du darfst. Als erstes schauen, was ich machen kann. 1, 3, 4. Aha, okay. Du darfst einmal ziehen. Ja. Wenn ein Überlebender des aktiven Spielers in der Kolonie ist, bist du, glaube ich, definitiv. Ja. Habe ich diesen faulen Mistkerl nicht gesagt, er soll die leeren Benzinkanister und medizinischen Abfälle von hier fortschaffen? Na, rate mal, was er vergessen hat. Weiß der Geier, was für Zeug jetzt in den Boden sickert? Ist unser Wasser überhaupt noch trinkbar? Und was ist mit dem Gemüse, das wir anbauen? Ich weiß, dass es da draußen arschkalt ist, aber wir müssen diesen verdammten Müll irgendwie loswerden. Jeder Spieler mit mindestens einem Überlebenden in der Kolonie darf abstimmen, also jeder von uns. Die Mehrheit entscheidet, was passiert. Daumen hoch, wir bringen den raus. Daumen runter, wir bringen ihn nicht raus. Okay. Wir haben uns für Daumen runter entschieden. Alle aus dem Spiel entfernten Benzin- und Medikamentenkarte kommen auf den Abfallstapel. Gut. Nicht so schlimm, haben wir nicht verbraucht bisher. Oder? Nee, war nur. Gut, am anderen Fall, jeder Spieler muss einen seiner Überlebenden in der Kolonie auswählen, der eine Erfrierung leidet. Na gut, habe ich mal auf euch gehört. Ja. Ich habe es nicht gelesen vorher, ne, als Verteidigung. Ich will ja auch, ja, dass es cool bleibt. Das ist der Verräter. Christian, hast du auch deine Aktionswürfel geworfen schon? Ja, habe ich schon. 1, 3, 4, okay. Gut, mein Soldat Thomas Earth. Thomas Earth. Ja, der geht mal in das Krankenhaus. Da gibt es die meisten Medikamente, ne? Jawohl. So, erstmal schauen, ob er da sicher ankommt. Natürlich. Er ist ein Soldat. Also, wenn es er nicht schafft, wer dann? Der macht einmal die Krambude auf. Ja, und das beide auch. Er grabt nochmal. Oh, und er hat direkt zwei Fremde gefunden. So, das bedeutet, einer ist ein hilfloses Opfer, das schleppen wir einfach so mit und müssen das von nun an durchfüttern. Und das andere ist ein tapferer Recke, der sich meiner Truppe anschließt. Hab ich weggeräumt. Leander, schreite zur Tat, hol uns die Überlebenden zurück. So. Super, hier haben wir sie. Super. Einmal. Ah, ich hab Sparky gefunden. Sparky, das ist der Hund. Der Stuntman-Hund, ne? Weil jawohl. Stunt-Show-Hund. Oder Show-Hund. Lassie ist zurück. So, und Sophie Robinson. Die möchte auch. Ich denke, das Krankenhaus war recht erfolgreich. Das Pilotin, ne? Was macht die? Ich darf mir die oberste Karte ankoppeln. Jawohl. Ich muss sie dann oben wieder drauflegen. Na gut, die möchte auch da direkt mal kramen. Scheint gut zu sein, ne? Und sie findet direkt wieder zwei Fremde. Sehr schön, das Krankenhaus schien voll gewesen zu sein. Achso, Christian kriegt natürlich auch für jedes einen Würfel, aber erst in der nächsten Runde dann. Genau. Ne? Das bedeutet, ich kriege aber noch einen Charakter. Ja, hier, bitteschön. Den. Olivia Brown, eine Ärztin. Das ist übrigens, Olivia Brown ist die Hauptcharakterin, also wir erledigen gerade für sie das den Mist. Das müsste die sein. Bedeutet, wir erledigen gerade für Christian wieder die ganze Arbeit. So. Warte mal, nein, das ist nicht Olivia Brown nicht? Hier. Guck mal, das ist keine Ärztin, hoffentlich nicht. Also. Ja. Da ist er. Wenn wir einmal die eine hochhalten, machen wir die andere auch. Hier ist die Ärztin, die schöne rothaarige Dame. Gut, das bedeutet, ich werde erstmal ein bisschen Nahrung da reinquatschen. Kurz sagen, sonst wird es nämlich langsam dünner mit den ganzen Typen, die du angeschleppt hast. Wie das sind drei. Drei? Ja. Und was brauchen wir da? Medikamente? Medikamente. Wahrscheinlich noch ein, am besten wäre natürlich noch drei insgesamt. Kann ich nicht entdecken. Da war das Krankenhaus nicht effizient genug. Lerner. Dann bin ich jetzt dran. Kurze Würfel. 6, 6 und 1 haben wir hier. 6, 6 und 1. Gut, was mache ich denn dann? Ich glaube, da schicke ich dann meinen Piraten Graubart. Ja, das ist entbehrlich, nimm den. Der ist entbehrlich, den schicke ich mal, weil wir brauchen ja Medikamente scheinbar. Auch direkt zum Krankenhaus. Okay, super. Dann wird auf jeden Fall gleich die Verteidigung einfacher. Oder schwerer. Oder schwerer. Aber wenn stirbt der Pirat als erstes, das ist okay. Dann na,
Wollen wir mal gucken? Der Pirat hat eine 16, dein... Ich bin nicht da. Ich bin nicht der da. Der Fahrer ist ja nicht. Und? Das ist nur die Air Force Company da. Nichts, passiert nichts. Ist halt Pirat. Dann... Nichts zum Angreifen. Will mal ein bisschen. Will ich mal auf jeden Fall. Aber mit dem Lärm sollten wir jetzt da schon vorsichtig sein, ne? Oh, jetzt schon ganz eine Taschenlampe. Immer praktisch. Die gebe ich dann auch Grauber direkt. Mhm. Damit kann ich einmal pro Runde beim Weitersuchen drei Karten pro Geräuschmarker ziehen und mir dann eine aussuchen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt... Einmal Lärm können wir machen, das ist kein Problem. Also ja. Bedeutet, such nochmal am besten. Ja, suche ich nochmal, nehme ich nochmal eine zweite 6. Jetzt, wenn das cool ist, behalte es ansonsten. Ne, guck erst mal rein, Osmar, weil wenn, musst du leer machen, um mehr zu suchen. Ja. Nee, das behalte ich jetzt auf jeden Fall. Okay. Und du hast noch eins. Aber sag mir bitte, dass das jetzt Medikamente waren, sonst haben wir ein Problem. Das waren Medikamente. Ja. Also die würde ich jetzt hier runterpacken. Ja, ne? Auf jeden Fall. So, gut, muss ja nicht mir zeigen, aber du bist ja kein Verräter. Das ist der Christian mit dem komischen Hut. Was? Niemals. Das sind keine Bisse, das sind Ketchupflecken. Dann, da mir die Eins nicht viel bringt, lege ich den Kram auf den Abfallstapel. Okay. Und würfle die Eins dann nochmal. Okay. Und Zwei bringt mir jetzt auch nicht viel mehr. Schade. Aber die Zwei stelle ich dann weg, damit der Psychiater eine Barrikade aufbauen kann. Okay. Bauen wir eine Barrikade hier auf die Eins gleich? Ja, auf die Eins gleich. Gut. Super, dann sind wir durch mit der mit den Aktionen. Jetzt kommen wir in die Koloniephase, bedeutet, es werden noch ein paar Sachen abgespult, bevor wir in die nächste Runde kommen. Als erstes müssen wir schauen, wie viel Nahrung wir haben. Wir haben momentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Charakter. Wir brauchen für je 2, wird aufgerundet allerdings, eine Nahrung, also 3 Stück gehen weg. Haben wir aber noch ein bisschen Reserve für die nächste Runde. Dann kommen Zombies ins Spiel als nächstes. Nein, als erstes wird noch Abfall geprüft. Entschuldigung. 1, 2, 3, 4 Karten liegen da. Pro 10 geht die Moral runter. Das sollte man vermeiden. Also da muss einfach mal jemand raus den Müll wegbringen. Aber das haben wir ja schon gerade vorbildlich gemacht. Ne? Zombies, die Krise abhandeln. Krise abhandeln. So, damit wir jetzt nicht wissen, ob hier ein Verräter dabei ist, der uns den unnötig streckt, mischen wir das Ganze. Ich bin da raus, ich habe keine Medis da reingeschmissen. Weil er der Verräter ist. Stimmt. Einmal Medikamente, nochmal Medikamente und nochmal Medikamente. Bedeutet, wir haben die erfüllt, allerdings nicht mit Bravour. Aber sie ist erfüllt. So, die Karte. Ich muss der Verräter sein, denn ich war der Einzige, der keine Medis runtergeschmissen hat. Ich sehe das auch so. Mhm. Oh Gott, vielleicht sind die Gehirnschwarzen doch verraten. Das können natürlich auch die gefühlten 6 anderen nicht schlimmen Karten sein, ne? Ja. Zombies. Auch da ist es wie bei der Nahrung, bedeutet für je 2 Leute in den drin, auch da wird wieder aufgerundet, kommt ein Zombie, bedeutet 3 Zombies betreten das Spielfeld. So, und an den anderen Orten kommt je ein Zombie pro Spieler, ja, genau. Also erstmal auf die freien Felder, bevor sie die Barrikaden einreißen dann. Lärm haben wir nirgendwo gemacht. Nee, ne? Nee. Gut. Doch, da. Gemeinsame. Doch, da, im Supermarkt. Ich habe Lärm gemacht, ne? Natürlich, wer denn sonst, außer der Verräter? Da kommt ein weiterer Zombie ins Spiel. Ist aber noch nicht so schlimm. Ich habe da ein paar Barrikaden errichtet. Ja. Dann gemeinsames Ziel, also ich werde jetzt hier nicht drunter gucken, das reicht noch nicht groß aus für das Ziel. Der Rundenzeiger geht natürlich einen runter, wir haben nur noch 5 Runden Zeit und das Messer wandert weiter in Christians Brust. Runde 1 ist vorbei. Runde 2. Okay, wir kommen zur Runde 2. Christian ist Startspieler. Ich würfle, du ziehst. Du hast jetzt schon 5 Würfel. Ne? Ja. Ich zieh mal hier. Tschu. Hast du eine Loretta? Nein. Gut für dich, vielleicht. So, als erstes fängt man hier an. Thomas Hurt, mein kleiner Soldat. Da brauche ich eine 5 plus, die habe ich hier. Da darf ich 2 Zombies töten. Macht das Lärm? Nein. Ja, Schalldämpfer, ne? Oder mit seinem. Er ist ein super Killer. Ich vermute, er wird. Das Messer. Okay, er hat das Messer benutzt. Das Messer.
Okay, ja, sie guckt erstmal runter, ob sich das hier lohnt oder ob wir weiterziehen. Mhm. Na gut. Dann schicken wir Sparky los in die Bücherei. Es kann nicht schaden. Nicht auf den Zombieplatz. Oh, Entschuldigung. Noch ist es kein Zombiehund. Ja, ihm passiert natürlich nicht, weil er schön durchhechelt. Ich glaube, der hat auch so eine Immunität irgendwie, ne? Ja, wenn er gebissen wird. Ja. Kriegt er nur eine Wunde, kann nicht infiziert werden. So, und er guckt mal rein. Juhu! Und was macht er denn noch, der Gute? Also, als erstes lassen wir erstmal hier meinen Krieger nochmal versuchen, einen zu töten. Aber da muss ich würfeln. Ja. Weil seine Special-Fähigkeit ist aufgebaut und er eine Erfrierung. Eine Erfrierung. Eine Erfrierung ist wie eine Wunde, aber wenn Christian die zum Beginn der nächsten Runde immer noch hat, also sich nicht geheilt hat, dann kriegt er eine zusätzliche Wunde noch oben drauf. Gut, und dann hätte ich noch zwei. Denn wir sind im Winter der Toten. Und ja, sie versucht mal hier zu suchen und sie findet einen Wischmopp. Natürlich. Hey, das ist meiner. Ich möchte jetzt nicht... Was macht denn der Wischmopp? Ich darf 5 statt 3 Karten entsorgen. Gut, das ist quasi dasselbe, was ich auch habe. Ja. Naja, zur Zeit putzen macht ja auch viel Spaß. Das stimmt. Und jetzt machen wir... Ich habe noch Frau Doktor. Frau Doktor. Die geht mal... Ja, ich müsste Frau Doktor ins Krankenhaus, aber nein. Ich lasse hier noch mal... Nee, die... Ja, doch. Du kannst auch einen rausreißen lassen und einen wieder reinreißen. Ne? Nee, das ist okay. Gut, ich werde mal hier ein bisschen... Also Nahrung geht noch oder sicher wäre ein bisschen was mehr drin noch. Achso, wir haben gar keine Krise, siehst du. Entschuldigung. Ich guck mal, was die Krise ist. Verdorbene Nahrung, na super geil. Wir brauchen so viel Nahrung, wie wir Spieler sind, also 3. Misserfolg bis zum Ende der nächsten Runde können nicht verbannte Spieler keine Nahrungsmarke ausgeben, um ihre Aktionswürfel zu erhöhen. Gut. Das haben wir bisher nicht gemacht. Die Moral sinkt aber trotzdem um 1. Verkehrt rum. Sehr gut. Ich also kann gesagt, das offen spielen. Ich kann euch gerne die Verdorbenen. Nee, das ist verboten, haben. Offen zu spielen, weil das ja sonst dem Verräter das Spiel zu schwierig macht. Aha. Deswegen, also es muss jeder zumindest so die Option haben, dass er ein Verräter sein könnte. Dann hätte mein Plan fast nicht funktioniert. Ja. Gut, ich bin durch. Wie viel Nahrung hast du denn reingelegt? Was sagst du? Weil es waren ja jetzt 3 Karten, aber das könnte ja auch mehr Nahrung sein. 3. 3, gut. Dann bin ich dran. Mhm. Eine 1, eine 4 und eine 6. Oh, auf die Seite. Mhm. Graubart sucht wieder direkt, würde ich sagen. Mhm. Da vorne, wo er ist. Eine Karte erstmal. Du kannst mit der Taschenlampe jetzt 3 zusätzlich ziehen, ne? Wenn du jetzt nochmal Lärm machst. Mhm. Aber das ist natürlich auch schon voll bei euch im Krankenhaus. Also einmal Lärm geht. Nee, aber bei der Karte behalte ich die Karte gerne. Okay. Würde dann noch... Myers würde dann den Müll rausbringen, weil er gerade drinnen eh sonst nicht wirklich was macht. Gut, 3 Karten. Ja. Bring den Müll raus. Und für die letzten... Aber die 1 musst du dafür benutzen, ne? Müll rausbringen kostet dafür. Ne? Müll rausbringen. Und sehe gerade die 6, dann würde ich tatsächlich doch noch. Mal suchen, ne? Krankenhaus. Und das behalte ich auf jeden Fall. Na toll. Hast du was hier so zum Heilmittel oder zum. Dazu kommen wir jetzt als nächstes. Muss ich beeilen, die Zombies kommen auf uns zu, weißt du? Und fressen uns sonst. Ja. Dann lege ich hier noch eins. Einmal Nahrung nochmal. Wir haben also theoretisch bei 4, könnte man also vielleicht die Bonusaufgabe schaffen, aber wir brauchen nur noch einen da. Ein momentan. Ja, dann. Und dann ganz kurz noch. Ach, im Supermarkt gibt es ja eigentlich viel Nahrung. Dann erfülle ich auch meinen Anteil von 2 Mitteln. Also sind wir bei 2 3 Medikamenten jetzt, ne? Sind wir bei 3, dann haben wir die Hälfte. Hälfte geschafft. Und dann bist du. Ich bin. Gut, ich würfel mal. Mhm. 6, 4 und 2.
Ja, beginnen wir einfach mal. Bevor du beginnst. Gejagt. Wenn der aktive Spieler einen Überlebenden bewegt und dies aufgrund eines Desinfektionswürfels eine Wunde erleidet. Noch nicht Würfel, noch nicht sagen. Ja. Ich will ja noch nicht machen. Ich wollte es dir nur sagen. Ja, ist okay. Gut. Es könnte gefährlich werden. Ich durchsuche erstmal diesen Supermarkt. Und weil ich der Farmer bin, kriege ich da 2 Karten. Sehr gut. Als erstes mal durchsuche dann nochmal den Supermarkt. So, mal, was schleppt der alles nach? Perfekt. Hier kommt einmal Nahrung noch drunter. Mhm. Sagt er. Ich sage, es ist Sprit. Mhm. Vielleicht auch einfach Schrott. Und so. Ich lege 2 Nahrung noch in den allgemeinen Vorrat. Damit soll auch das erledigt sein. Und Medikamente. So, Christian, Leander und ich haben unseren Anteil gebracht an Medikamenten. Du mit deiner Air Force, die da das ganze Krankenhaus natürlich nach Medikamenten und nicht nach irgendwelchen geheimen Experimenten durchsucht. Bitte? Oder gab es mal? Ich habe aber noch einen, ich habe noch einen Würfel. Und mit diesem Würfel baue ich eine Barrikade. Ja, bauen Sie mal. Oder kann ich auch prügeln? Ne, prügeln kann der nicht so gut. Das kann nur der Hausmeister, der ist nicht draußen. Aber der hat auch gerade gar keine Lust rauszugehen. Ja, dann bauen wir. Zack. Gut. Okay, dann bin ich durch. Wir kommen in die letzte Phase. Nahrung aufteilen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 drin. Bedeutet 3 Nahrung gehen raus. Abfall überprüfen. Das haben wir ja auch früh aus rausgeschafft. Ist alles gut. Wir kommen zur Krisenabhandlung. Na, wer von euch hat betrogen? Wer ist ein Verräter? Who is the betrayer? Auf Kauf? Auf Kauf. Nahrung? Einmal. Einmal. Sind wir bei 2. Einmal. Sind wir bei 3. Und 2 Nahrung. Oh, der kommt auch aus dem Krankenhaus, die 2 Nahrung. Gut, bedeutet, wir haben 5 Nahrung. Unsere Moral steigt sogar noch um 1. Die Karten kommen natürlich raus und die Krise ist abgewehrt. Als nächstes kommen Zombies ins Spiel. Hier haben wir wieder 3. Wieder von 1 anfangen hier, genau. Da machst du die da oben. 1, 2, 3. Bei mir kommt einer, beziehungsweise kommt, würde einer kommen, aber der wird mit so einer Barrikade aufgehoben. Zack. Sehr gut. Okay, Messerchen weitergeben. Gemeinsames Ziel haben wir noch nicht erreicht. Rundenanzeige geht 1 nach unten. Und wir sind mit Runde 2 zum Ende. Bisher war ja alles ganz friedlich und schön. Mal gucken, ob das so weitergeht. Leander, du bist dran. Gut, dann. Also, würfeln. 2 3 und 1 4. Das ist nicht unbedingt so gut hier. Vor allem nicht mit dem Piraten, den ich gerade draußen habe. Da werde ich wohl dann den Psychiater mal rausschicken müssen, weil der findet auf die 3 schon. Wo reißt er denn hin? Medikamente brauchen wir noch. Ja, Medikamente brauchen wir noch. Aber Krankenhaus ist voll, da auch. Krankenhaus ist voll. In der Schule. Relativ. Vielleicht. Da gibt es auch noch. Oder mal an die Tankstelle. Was denn die Tanke? Waffen und so gefunden werden. Ja, ja. Ganz praktisch ist. Mal sehen, wie schlecht. Oh. Eine Wunde. Eine Wunde. Ja, ist noch alles gut. Noch ist alles ganz friedlich. Noch. Da werde ich dann mal durchsuchen mit der 3. Das behalte ich. Auf jeden Fall. Das gleiche Spiel nochmal. Ja. Und dann noch mit meinem Piraten. Die Tanke scheint erfolgreich zu sein. Da sollte ich auch mal ja. Dann. Ach, ich hab schon wieder die Krise vergessen, Mensch. Aber die kommen ja immer sehr überraschend, die Krisen. Hungersnot. Anzahl Nahrung wie Spieler wieder. Ach, schon wieder Nahrung. Ein Hungermarker kommt in den Nahrungsvorrat, wenn wir es nicht schaffen. Also, das ist schon mal richtig mies. Und ein Moral sinkt um 1. Wenn wir 2 mehr haben, wieder gibt es einen Moralbonus. Sie haben aber auch ein Nahrungsproblem hier. Irgendjemand frisst immer den Kühlschrank leer. Solange er nicht uns frisst, geht das noch. Ja. Gut, dann.
Werde ich mal. Einmal Nahrung, ja? Nahrung runterlegen. Wie viel ist es denn? Einmal? Zweimal? Einmal. Einmal. Und ich werde mal. Wohl, wie viel haben wir hier? Vier. Vier? Gut. Obwohl. Werde ich auf jeden Fall immer heilen. Dann kommt die auf den Abfallstapel mit. Abfallstapel. Cut. Und das war's. Das war's. Dann bin ich dran. 1, 3 und 5. Das ist alles nicht so berauschend. Ich beginne als erstes mal mit der 3. Den Supermarkt zu durchwühlen. Ich krieg 2 Karten, darf noch 2 behalten. Da kommen 2 Fremde ins Spiel. Ich krieg einen Papier rein und einen Überlebenden. Ich bekomme Jenny Clark, das ist die, die du vorhin als Ärztin verkaufen hast. Die Dame. Großes Messer, blutig. Sie ist eine Kellnerin. Und einmal pro Runde kannst du beim Durchsuchen eines Standorts 3 zusätzliche Karten ziehen. Voll krass, aber ich darf nur trotzdem nur eine behalten davon. Die reist auch direkt mal in die Polizeistation. Ist ja noch ganz gut. Ob sie das überlebt, werden wir gleich sehen. Ja, ja, nichts passiert. Und dort benutzt sie auch gleich mal Durchsuchen. Sie braucht eine 3 oder mehr. Nehme ich hier diese 5. 1, 2, 3, 4. Alter, die ist ja krass drauf. Die ist geil drauf, ne? Pass auf, die der hat schon. Die zieht sich meine. Zieht sich eine Knarre an. Ne, die Knarre brauche ich eigentlich nicht. Ach, das ist wichtiger. So. Runter. Die 1. Mit der 1, das macht man mit der 1 verschreckt, da baut ihr eine neue Barrikade hin. Plopp. Das Barrikadenmonster. Tja, dann sind die Aktionen schon wieder aufgebraucht, ne? Mhm. Aber ich habe in der nächsten Runde eine Aktion mehr. Cut. Du wirst. Hast du eine Arthur bei dir? Ein Arthur? Nee. Gut. Dann nicht. Gut. Aber ich habe ganz schön kacke gewürfelt. Ja, da, was machen wir jetzt vor lauter Verzückung? Also er triggert erstmal seinen 2-Zombie-Töten-Modus. Bum, bum. Gut. Tötet da den dritten? Eigentlich nicht. Er möchte hier zu Sparky reichen. Guck mal, was passiert. Nichts. Und dort möchte er suchen bei Sparky. Oh, bitte lass da was Gescheites sein. Ein Fremder. Ein Fremder, da kriegst du direkt, glaube ich, einen Typen, ne? Das ist ja voll praktisch. Und wen? Guck mal, wer kommt. Arthur. Arthur, guck mal. Wer war Arthur? Der. Der etwas dickliche. Der. So, der pass auf. Dann triggert das ja noch. Oh, unsere Kamera hat gerade ausgeschaltet. Ich gucke jetzt zu euch hier oben. Hallo. Okay. Und zwar, so ist das eben in der Zombie-Apokalypse, da versagen irgendwann die Ressourcen. Setze Arthur in die Schule, falls möglich. Dies zählt nicht als Bewegung. Der modrige Geruch der Schule lässt Arthur die Nase rümpfen. Also du darfst ihn direkt in die Schule setzen. Zack, zack. Lässt sie die Nase rupfen. Es fällt ihm schwer, nicht wie ein Rektor zu denken. Vielleicht kann er eines Tages wiederkommen, um alles in Ordnung zu schaffen. Plötzlich schießt ein kleines Paar Hände unter einem Schreibtisch hervor und packt ihn an den Knöcheln. Spooky! Alter! Offensichtlich gehören sie einem Kind, das noch immer am Leben ist. Gut, alles gut. Aber das kleine Monster ist schmutzig und wirkt wie ein wildes Tier. Eine weitere Kinderhand schnellt aus der Dunkelheit und umklammert sein linkes Handgelenk. Alter! Ehe er sich versieht, fallen sie über ihn her. Was für ein Freak! Also die! Möglichkeit 1. Ja. Arthur wehrt die Kinder ab, wird dabei aber schwer verletzt. Er erleidet 2 Wunden. Möglichkeit 2. Er richtet seine Waffe auf das Wirrwarr aus kleinen Körpern und drückt ab.
Die Kinder zerstreuen sich, warmes Blut spritzt auf Arthurs Lippen. Oh Gott, schießt es ihm durch den Kopf. Was habe ich nur getan? Nichts wird mehr sein, wie es war. Die Moral sinkt um eins. Ja, lässt du dich anknabbern, oder? Das ist eine Tötest du kleine Frage. Kinder? Nachsitzen geht ja nicht mehr. Gut, ich nehme so eine Lebensbrücke. Die Moral siegt, ja. Ja. Übel, übel, übel. Übel, ja. So. Und weil er jetzt einmal dabei war, da kramt er direkt mal da in der Bude rum und findet 1, 2, 3 Barrikaden bauen. Das ist doch mal fein. Gutes Buch. Ein gutes Buch, ja. Gute Schullektüre. Ich denke, da baut er auch direkt mal eine Barrikade. Gut, wen haben wir dann noch? Ach, hier, Madamchen. Ach, die kann auch den Einer dafür nehmen. Fuck, wir haben Nahrung vergessen. Hast du noch Nahrung? Vielleicht habe ich das. Wir brauchen noch zwei Nahrung. Es sei denn, deine Ärztin geht raus. Dann brauchen wir noch eine Nahrung. Die kann ich raus. So. Ich raus. Wie viel Nahrung brauchen wir? Also eine erstmal hier, damit wir überhaupt uns ernähren können. Na gut. Und dann im Idealfall darunter noch eine bisher. Zwei sollten, also drei bräuchte man vielleicht. Ich leg zwei drunter. Gut, sehr gut. Gut. Durch? Ich bin durch. Gut, dann als erstes Nahrung verteilen. Aber die ist noch drin, scheiße. Dann hätten wir zwei gebraucht. Ah, na gut. Ein zu wenig, gibt einen Nahrungsmarker, die Moral sinkt um eins. War doch zwei gerade. Nee, und drei brauchen wir. Ach so. Ja. Ah. Dann kommt als nächstes Abfall überprüfen. Das sieht noch gut aus. Eins, zwei, drei, vier. Dein Hausmeister Willi muss langsam mal kommen. Ja. Ja, du hast ja auch einen Schrubber. Kannst auch mal dich ein bisschen bewegen. Ja, meine Pilotin. Ja. So, wir kommen zur Krise. Einmal Nahrung. Und noch zweimal dazu sind drei. Krise abgewehrt. Zumindest sinkt die Moral dadurch nicht. Das geht raus. Die Krise geht wieder hier drunter. So, dann Zombies ins Spiel bringen. Hier kommen jetzt drei Zombies. Bedeutet, die Barrikaden gehen erstmal kaputt. Und hier hinten kommt noch in die drei einer rein. Da muss man natürlich auch jetzt aufpassen, ne? Weil der nächste, der in die drei geht, der wandert hier durch. Ups. Da kommen zwei. Das bedeutet, mein kleines Mauer wird gefressen. Da standen schon zwei, oder? Ja. Baut sie tot. Moral sinkt um eins. Sporky. Ich habe ihn eigentlich gemocht. Ja, ich eigentlich auch. Gut, hier fehlt noch. Das hat. Oder? Nee, da kommt noch einer, genau. Da fehlt noch. Da, das habe ich, da habe ich den entfernt. Hier habe ich den gestellt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin wieder Startspieler. Ich reise das Messer an mich. Wie viel haben wir da, Fly, bitte? Es fehlt, glaube ich, noch eine. 1, 2, 3, 4. Nee, es fehlen noch, zwei. Okay. Es fehlen noch zwei. Gut. Hat noch nicht erreicht. Rundenmarker geht auf 3 runter. Und wir beenden Runde Nummer 3. Runde 3. So, wir sind mittlerweile jetzt in Runde Nummer 4. Ich bin wieder Startspieler. Ich habe einen Würfel mehr, weil ich ja die gute Jenny gefunden habe. Jenny, die Kellnerin. So, oh mein Gott. Mein Gott. Ich habe so zwei Einsen, eine 3 und eine 5. Also das Würfelglück ist auf meiner Seite. Ich benutze das mal. Moment. Okay. Solchen Ausbruch. Ach du Kacke. Zuerst hatte Jerry nur leichtes Fieber. Doch am nächsten Tag war sein Hals geschwollen und ganz blau angelaufen. Mittlerweile sind 3 Tage vergangen und ein übel riechendes Sekret quillt aus einer gelblichen Pustel an seinem Unterkiefer. Das kann unmöglich gut ausgehen. Alle Spieler müssen abstimmen. Die Mehrheit entscheidet, was passiert. Entweder wir werfen Jerry raus. Oder die Seuche breitet sich aus. Ich bin dafür, sorry, wir sind in einer Apokalypse. Raus. Also hoch raus? Hoch raus. Runter. Okay, wir sind für raus. Ein hilfloser Überlebender wird aus der Kolonie entfernt und die Moral sinkt um eins. Was wäre sonst passiert mit dieser Seuche da? Dann bricht die Seuche aus. Ja. Ist das gut? Ist das weniger gut? Wahrscheinlich. Wir wären tot, also. Ach so, wirklich? Ja, dann geht da drin die Seuche ab. Scheiße.
Scheiße. Oh. Dann ist ja alles ganz gut passiert. Das war eine Scheiße-Scheiße-Situation, wa? Mhm. Ja. Gut, wir müssen noch die Krise aufdecken, diesmal bevor wir irgendwas machen. Ach du meine Güte, Abfallverwertung, wir brauchen mal wieder Nahrung und zwar schon wieder drei. Wenn wir das nicht schaffen, alle aus dem Spiel entfernten Nahrungskarten kommen auf den Abfallstapel. Ja, ne, nicht so cool. Und die Moral sind natürlich um 1. Wenn wir wieder zwei mehr haben, ist super. Gut, ich beginne als erstes mit der 3. Die Kellnerin durchsucht die Polizeistation. So. 3. 4. Die Seuche breitet sich aus, Kinders. Ich muss einmal Lärm machen. Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber wir sollten auch langsam unser Hauptgebäude, unsere Kolonie. Ja, wieder die 3 müssen wir irgendwie freien, aber das kann ich mit der 1 geht das hier bei mir überhaupt nicht. Oh, sag mal, was ist denn das hier für eine Bude da? Wie holst du zur Polizeiwache? Endlich wenigstens etwas Brauchbares. Natürlich. Ach komm, einmal kann ich noch. Okay, das wird jetzt risikoreich. Ja, super, gut. Dann der ganze Kladderadatsch mal drunter. Dann kann ja eigentlich nur fast gute Sachen sein. Aber ich habe zumindest eine Nahrung gefunden. Die packe ich jetzt mal hier rein. Mhm. Weil hier sind jetzt auch die Moral schon um 2, wenn wir das nicht schaffen. Ja, ja, ja. Das habe ich mit. Ich hatte doch, hatte ich nicht eine 3 gewürfelt gehabt? Ja, ne? Ach, die war da, genau. Die war rüber. So, mit der 5. Durchsucht, da fahren wir mal hier. Hier ist der Fahrer. Da kriegen wir auch 2 Karten. Oh, er ist gefallen, der Fahrer ist gefallen. Ja, die drunter. Ich habe 2 Fremde gefunden. Na toll, du machst uns die Bude auch noch voll. Wir haben selber nichts zu fressen und dann holst du auch noch fremde Leute. Ja, nachdem wir das kleine Kind getötet haben, habe ich eben irgendwie. Ich habe Maria Lopez gefunden, die Lehrerin. Das ist die Dame im roten Mantel, ja, die unten liegt. Die wird auch direkt, oder kniet, die wird direkt Chefin von mir, weil die einfach so viel wichtiger ist als alles andere. Ja, in die Basis erstmal. Die kann aber auch nur auf die 2 plus suchen. Ich habe nur eine 1. Dann solltest du mal was töten. Eins sind wenigstens die Dings sind. Barrikaden kann ich bauen. Ja, wenigstens das. Oder du hast noch Kram, dann kannst du doch neu würfeln. Ich habe aber nur kein Kram, das ist das Problem. Ich habe aber Nahrung noch. Ja, die Nahrung ist in dem Fall auch nicht schlecht. Pass auf. Ich meine, wir fressen hier schon Abfall. Als erstes geht sie einfach mal raus. Wo gehst du denn hin? Geht's irgendwo noch, wo es nicht alles ganz so scheiße ist? Die geht hier auch wie. Ach, da ist viel Lärm, da geht sie nicht hin. Sie könnte zur Schule gehen. Da kennt sie sich aus. Ja, in der Schule stimmt, da kann die auch besser töten. Kann die nicht sogar auf 1 töten? Da kann die auf 1 töten. Da kann sie auf 1 töten. Natürlich, eine typische Lehrerin. Ist doch dann 1. Zack, genau, so, das überlebe ich erstmal, da passiert nichts, die Reise. Das kannst du killen. Dann kann ich einmal pro Runde kannst du einen Zombie in der Schule töten, du musst dafür keinen Infektionswürfel werfen und nur eine 1 ablegen. Das ist doch super. Ist gut. Hast du jetzt Kinderzombies getötet? Nein, vielleicht. Du bist ein krankes Schwein! Einfach frontal in den Nachsitzraum reingeschmissen. Pass auf, ich würde folgendes machen, ich hau jetzt hier eine Nahrung rein und zack. Und ich mache jetzt folgendes, ich bringe einfach mal mit Hausmeister Willi den Kram weg, weil dann ist es nicht so schlimm, wenn wir jetzt doch hier vielleicht viele Karten, also warum, die kommen mir dann exakt einfach wieder. Das bringt also gar nichts. Dann baue ich eine Barrikade. Ja, ja. Ja, ja. Gut. It's me. Mario. Daniel Smith ist, glaube ich, so ein Blondschopf. Nee, ich hab den nicht. Gut. Aber kann ja noch kommen. Er kann noch kommen, natürlich. Wir finden ziemlich viele Leute in diesem Fall. Mhm. So, als erstes guckst du mal hier drunter, meine gute Sophie Robinson. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Gut, als erstes reist sie mal hier rüber in die Bücherei. Ja. Das sieht schlecht aus. Das ist der Zahn. Mhm. Das ist der Zahn der Zeit, der an ihr nagt. Wo ist sie jetzt hingereist? Super. Sie stirbt. Instant. Moral sind um 1. Oh, langsam wird's kritisch. Und jetzt hast du die Wahl. Entweder tötest du ihn auch einfach.
dann sinkt die Moral natürlich trotzdem nochmal um 1. Oder du würfelst. Ich würfle. Sorry, Moral, die Erfrierung haben wir gar nicht bedacht, glaube ich. Nein, es kommt nur, wenn er eine Wunde kriegt. Ach so. Er ist aber näher, ist jetzt instant tot, weil du musst eine blanke Seite würfeln. Ach ja. Bedeutet, wir sind auf Moral 1. Bedeutet, wir müssen sowohl das erfüllen, als auch das erfüllen, sonst ist es vorbei, Jungs. Ja, das geht ja gut. Und zwar über einen Arthur. Direkt mal das Oberkommando bei mir. Ja, na gut, da geht er mal auf seine Expedition in der Schule. Gibt's da Nahrung? Ja, da gibt's sogar richtig gute Nahrung in der Schule. Ja, Schulkantine. Die ganzen die Pausenbrote, ne? Die halt den kleinen Kindern Claudia gerade niedergeschossen hat. Beziehungsweise die ganzen versteckten Süßigkeiten in den Spinnen und so. Ja. Ah, nee, du hast ja nicht niedergeschossen. Die haben dich ja quasi angekmampft. Zum Glück auch noch ein Buch. Was hat er denn als für Bücher? Kampfkunst für Anfänger. Brauchen Nahrung, Alter. Ja, kann nicht Kochbuch sein. So ein schönes Kochbuch, gut ist. Sie baut immer noch eine Barrick. Und macht dann, dass sie wegkommt. Und zwar geht sie mal zur Tank. Okay, da ist sie. Kommt sie noch was zur Nahrung? Hier. Oder? Schule eigentlich. Ah, theoretisch Schule. Ja, Schule ist gut, da ist eine Barrikade wenigstens noch. Wer? Yeah. Gott, wir haben gerade verloren. Nein! Wir haben verloren. Schade. Ja, das kam jetzt ein wenig überraschend und ging auch dann doch recht zügig. Gut, wir hatten auch nur noch 3 Runden Zeit. So viel war da also auch nicht mehr jetzt Zeit da. Ich habe die Jungs gerade gefragt, keiner von denen hat seinen Auftrag auch so erfüllt gehabt. Ich auch nicht, mir hat nur ein Werkzeug gefehlt. Ich habe ja gerade noch in der Polizeistation wie ein Bekloppter gesucht, aber da war eben nur Waffen zu finden. Nur Waffen, kein einziges Werkzeug mehr. Schade. Aber ich sage mal so, es ist Halloween, da dürfen auch mal die Zombies gewinnen. Ein Herz für Zombies, das ist ganz okay. Außerdem, man kann ja zur Not einfach mal dann den Speicherstand neu laden, die Mission neu laden und dann probiert man es nochmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr hattet ein bisschen Spaß oder es war zumindest mal ein bisschen Unterhaltung für euch. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder ähnliches habt, lasst es in den Kommentaren. Wenn ihr wollt, dass wir sowas vielleicht nochmal machen, lasst es in den Kommentaren. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns und natürlich würden wir uns über jeden Daumen hoch von euch freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.